Code Vein geht weiter mit Minimilli. Letzte Runde ein bisschen verkauft, mit den Leuten gequatscht und jetzt würde ich gerne nochmal gucken. Ausrüstung aufwerten, Waffe aufwerten. Upgrade? Würde gerne meine super geile Imba-Waffe ein bisschen pimpen. Und das machen wir jetzt auch. Ich finde die nämlich ziemlich gut. Kann die sogar nochmal aufwerten. 3. Und sogar auf Stufe 4. Die Stufe 4 geht nicht mehr. Schade. Which blood veil do you want to upgrade? Ach, ich habe keinen Dunst mehr, okay. Okay, take care then. So, aber wir können doch hier noch mal gucken, ob wir tausend. Ah, hier ist wieder genug Dunst, dann kann ich doch noch mal upgraden. Hi, did you? Which blood veil do you want to upgrade? Der ist ziemlich gut, aber ich würde sogar beides aufwerten wollen. Upgrade? Kann ich meine Waffe nochmal aufpimpen? Nee. Königin Stahl brauche ich da. Naja. Dann lassen wir das erstmal und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Teleportieren. Und zwar hierhin. Das ist, glaube ich, die Stelle hier. Da war noch diese eine Stelle, wo er gemeint hat, oh, wir sollten uns besser nicht mit allen anlegen. Und da bin ich nämlich die eine Seitengasse nicht reingelaufen. Und da gucken wir mal jetzt nochmal, was da ist. Da gibt es irgendwas zu tun. Ja, kamen die später, die Seitengasse? Mal kurz gucken. Muss ich weiter zurück teleportieren, so wie es aussieht. Ah, hier. Wait, you're the Crimson Sword. Hey, let me just say, I don't have time for dealing with folks like you. I'm in a tight enough spot already, and now the Lost are slowing me down. Damn it all. I just want to find a blood spring for everyone. The Lost over in the park, there's nothing I can do about them. Over in the park, there's a real beefy Lost hanging around. Ist da hinten irgendwo? Ist das? Ich gehe mir noch mal ganz zum Anfang von der Map hier.
Und da war ja auch noch ein Typ, der diese Karten verkauft hat. Finally, at last, someone's here. I woke up and everything was in shambles. I don't know what's going on. I have no mask and this thirst feels like it's going to kill me. But there's a monster around. It's wandering up ahead. Please do something about it. I can't get out of here until you do. Uh-huh. There's a monster up ahead. Okay, vor uns ist ein Monster, hat er gemeint. Den hier. Die Dinger sind echt fies. Wenn man so einmal ihre Schwachstellen raus hat, dann geht das eigentlich. Taking down a monster like that. Incredible. I've forgotten so much. Everything that happened to me is foggy. The last thing I recall is the city falling apart and all those horrors showing up. Yeah, those huge, awful horrors. They smashed my house. If I go back there, I might remember more. Anyway, thank you for saving me. Aha, nice. Those horrors. Das sind so kleine Sidequests, die man machen kann, okay. Wie der Kacksau. Autsch. Hier kommt auch gleich noch einer um die Ecke. Boah, er hat sich gar nicht davon beeindrucken lassen. Voll cool aus mit den Sonnen. Ich wusste doch, da kommt noch einer. Stille hier. Scheiße.
Fuck. Wecker kann man immer gebrauchen. Oh, du Sau. Ich mag das Schwert, das ist jetzt so eine schnelle Angriffsfolge. Diese Hinterrücksangriffe sind echt mega stark. Ja. Oh fuck. Was ist fies? So ein großer ist hier noch irgendwo. Da hinten ist auch markiert. Wie ist der Tipp? Ich muss hier schon runter. Hier müsste, glaube ich, auch gleich dieser eine Gang kommen. Echt nicht so viel. Wenn man da einmal nicht aufpasst, dann ist man aber trotzdem relativ schnell dead. Oh. Wäre jetzt auch nicht die stärksten, die Viecher. Der steht drauf. Der hier hinten. Das von Ninja.
Holy shit. Da, das ist der Gang. Das ist ja ganz woanders. Schon bei der Mistel da bei der einen. Ich muss einmal außen rum gehen, dann komme ich dahin. Und hier außen rum bin ich jetzt nämlich nicht lang gegangen. So, hi. Hier. Sieht man da diesen ganzen Körnchen? Der Karte, da wo die Körner sind, also die Markierung, wo ich schon lange. Oh mein Gott. Oh ja, natürlich. The fuck, man. Der Ninja-Typ. Gut, dass sie gleich wieder gesagt haben, ach nö, komm, der Boss soll kämpfen, lass den mal kämpfen, den Boss. Noch irgendwo her. Okay, da geht's runter. Nein. Fuck! Fahrrichtung funktioniert nicht. Da komme ich irgendwo von anders her, okay. Ärgerlich. Komme ich denn darauf? Muss ich darauf springen? Und dann? Oh, das geht da runter! Okay! Okay. So, drauf springen und dann von einer Dings zur nächsten springen. Okay. Das überlebe ich? Ah, muss ich. Blutbarriere in Tonikum und jetzt? Da drauf. Au, das tat schweineweh. Da habe ich einen Gegenstand vergessen. Scheiße. Shit. Da geht's auch noch, weil ich mir da wo raufrollen kann. Über Gegenstände, muss ich mal gucken, ob ich da hinkomme.
Ah, hier ist auch der Dingsbums. Ach, das dient nur dafür, dass man. Was ist hier hin? Jetzt auf jeden Fall tiefer rein. Hier in so eine Struktur. Hier so eine dunkle Höhle von dem ganzen Quark hier. Da fällt mir gerade ein, ich sollte vielleicht mal. Ich meine, man darf nicht vergessen, diese Invasionspunkte gibt es ja auch noch. Das ist hier gerade ein ganz schönes Rumgeruckel. Das Spiel gar nicht hier. Das ist tatsächlich das Spiel, was so Performance-Probleme dann mitbringt, weil mein PC zeigt dir absolut keine Probleme an. Der läuft hier flüssig mit knapp 100 FPS. Ich sollte zuerst mal den Fahrstuhl aktivieren, glaube ich. Damit, falls da unten jetzt tatsächlich was passiert, ich dann da auch zügig wieder hinkomme. Wenn die Fahrstuhl einfach nach unten nehme, ist das mich da halt runter zu klettern, obwohl da gab es auch ein paar Gegenstände, die ich noch mitnehmen kann, weil da ist er jetzt zumindest mal aktiviert, genau. In der Fahrstuhl. So. Ich würde mal sagen, liebe Leute, ich mache hier mal einen Cut. Und in der nächsten Folge schauen wir uns mal an, was da auf uns wartet. Meine Kehle ist staubtrocken, ich brauche dringend was zu trinken. Und ja, sagen wir schauen uns dann einfach mal an, was da auf uns erwartet. Das scheint auf jeden Fall noch ganz schön weit zu gehen. Let's check it out in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten. Tschüss.